Ausstellung Maskerade mit Arbeiten von Wilfried Feigenthal. Das ist jetzt bereits die dritte Ausstellung hier bei mir in der Lehmhausgalerie und ich freue mich wieder ganz besonders, die vielen wunderbaren kleinen Arbeiten, wie man sehen kann, von Wilfried Feigenthal zu zeigen. Fast alle Arbeiten sind in den letzten beiden Jahren entstanden, dieses Jahr vollendet worden und ich freue mich einfach, wenn Sie vorbeikommen und sich diese schöne Ausstellung anschauen. Geboren wurde Wilfried Feigenthal 1942 in Baruth in der Mark. Nach dem Abitur 1960 folgte von 1962 bis 1966 das Studium der Pädagogik und Kunsterziehung unter Professor Hans Schulze in Leipzig. Im Anschluss studierte er von 1966 bis 1971 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig bei Professor Werner Tübke und Professor Wolfgang Mattheuer. Wilfried Feigenthal lebt und arbeitet in Bad Lausick. Ich werde Ihnen wieder einige ausgewählte Arbeiten vorstellen und hoffe, ich kann Sie damit neugierig machen und zu einem Besuch in der Lehmhausgalerie bewegen, begeistern. Also, los geht's! Beginnen möchte ich mit Bild Nummer 49, es heißt Maskerade. Es ist das Ausstellungsmotiv. Es misst 60 x 80 cm inklusive Rahmen und ist in Öl und Acryl auf Leinwand gemalt. Es ist ganz aktuell aus diesem Jahr, wie sehr viele, man kann fast sagen alle Bilder, die ich in dieser Ausstellung zeige. Wir sehen eine geheimnisvolle, maskierte Schönheit, in unschuldiges Weiß gehüllt, jedoch mit einer sehr wilden Frisur und im Vordergrund sieht man eine Rose, die ja für die Liebe und die Leidenschaft steht, aber auch für Dornen. Und neben dieser großen Rose sieht man zwei kleine. Nun ist die Frage, sind das Senker, Ableger oder Liebhaber? Man darf sich seinen Teil denken. Wilfried Feigenthal lässt uns viel Raum dafür. Das nächste Bild ist wieder ein großes Format. Es ist die Nummer 50, Don Quixote. Es misst 77 x 61 cm, ist auch in einem um jedes Bild vom Wilfried Feigenthal individuell angefertigten Rahmen gefügt, in Öl und Acryl auf Leinwand gemalt und ist aus dem Jahr 2022. Wir sehen einen wagemutigen, einsamen Ritter auf einer winzigen Scholle. Er sitzt auf seiner Rosinante. Im Hintergrund, ganz weit versteckt fast, sieht man Spuren von Zivilisation. Rosinante steht mit hochgerecktem Kopf und Hals, mit aufgeblähten Nüstern. Sie hält die Nase in den Wind, weil keiner weiß, wo die Reise hingeht. Zum Schluss möchte ich noch zwei Werke für diese Kabinettausstellung Wilfried Feigenthals vorstellen, die ganz typisch sind für ihn und ich beginne mit Nummer 38, das ist der Harlekin. Es misst 18 x 16 cm, wieder gerahmt, in Öl und Acryl auf Malkarton und ist aus dem Jahr 2023. Ihm gegenüber ist die Nummer 45, die Harlekine. Sie misst 18 x 16,5 cm im Rahmen und ist in Öl und Acryl auf Malkarton gemalt. Diese beiden flirten auf Distanz. Das ist ein Abwägen der Möglichkeiten, ein Kokettieren. Und Harlekin und Harlekine, Pierrot und Pierrette und Ballerinen und all diese wundervollen Wesen sind stetiger Bestandteil der Arbeiten Wilfried Feigenthals. Und ich sage es noch einmal ganz deutlich, es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind wunderschöne Arbeiten für Sie hier in der Galerie zu sehen und zu entdecken. So, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich konnte Sie neugierig machen. Die Ausstellung läuft bis zum 28. Oktober. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Schauen Sie bitte immer auf die Öffnungszeiten auf meiner Website. Es kann immer mal was dazwischen kommen. Wäre ja schade, wenn Sie vor verschlossener Tür stehen. Kommt ganz selten mal vor, aber besser ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Sommer. Bis hoffentlich bald. Herzlichst, Ihre Katharine Scholz.